Eine Wanderergruppe bestehend aus Gästen und Einheimischen erkundet die Nockberge. Sie liegen im Norden Kärntens und zeichnen sich durch ihre sanfte, weiche Erscheinungsform aus, mit Gipfeln, die bis in etwa 2400 Meter Seehöhe hinaufreichen. Ein ideales Gebiet für Ausflüge zu Fuß. Ist man in der richtigen Jahreszeit unterwegs, stößt man auf eine bunte Blumenwelt. Auf kalkfreien Almböden ab einer Seehöhe von 1800 Meter findet man eine Pflanze, die gerne als das Gold der Nockberge bezeichnet wird, den echten Speik. Bei einer Wuchshöhe von 5 bis 15 cm ist sie nicht allzu leicht zu finden. Ab Mitte Juni beginnt ihre Blütezeit. Wir haben gerade an der richtigen Stelle Platz genommen und sitzen da vor einigen Gruppen der häufigsten Pflanze in den Nockbergen. Und zwar ist das der Echtspeik, der Ostalpinspeik oder auch der Norische Speik. Das sind die verschiedenen Namen für die wissenschaftliche Bezeichnung Valeriana celtica subspecies norica. Das ist eine Unterart, die nur in Österreich vorkommt, nur in den Ostalpen vorkommt. Und deshalb ist diese Pflanze ein Endemit. Das heißt, sie ist auf einem bestimmten Lebensraum, auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Den nächsten Verwandten von diesem Speik finden wir etwa 300 Kilometer von hier entfernt in den Westalpen, getrennt durch eine große Areallücke. Die Kräfte dieses unscheinbaren Pflänzchens, das hier in den Nockbergen gedeiht wie kaum woanders, kennt man seit rund 2500 Jahren. Das Wissen darum ging in den letzten Jahrzehnten immer mehr verloren. Nun besinnt man sich wieder verstärkt dieser Heilpflanze. Auf der blutigen Alm und der gleichnamigen Hütte beginnt eine Speikexpedition, bei der die großen und kleinen Wanderer mit dem Thema Speik vertraut gemacht werden sollen. Von der Gegend um Bad Kleinkirchheim haben wir dazu einen Sprung nach Innerkrems gemacht. In etwa so weit reicht der Nationalpark Nockberge im Westen. Speik ist eine kleine, herrliche, duftende Pflanze. Wo wächst sie? A. In Mooren und Sümpfen, B. Auf Lichtungen im Wald, C. Auf den Almen der Nockbergen, D. Im Geröll der Lawinen. C. Auf den Alpen der Nockberge. Richtig. Die Speikpflanze riecht nicht überall gleich stark. Wo duftet sie am intensivsten? A. An den Wurzeln, B. An den Blättern, C. Am Stängel, D. An den Blüten. A. An der Wurzel. Richtig. Wenn die Blätter im August gelb werden, ist es Zeit, den Speck zu ernten. Wie heißt die Speckernte im Volksmund? A. Speckriebeln, B. Speckgraben, C. Speckspunkeln, D. Speckfenstern. B. Speckgraben. Richtig. Bravo. Alles Wissenswerte über den zur Familie der Baldriangewächse zählenden Speik ist hier zu erfahren. Es geht ein paar hundert Meter weiter, aber in der Geschichte einige Jahrhunderte zurück, ins Mittelalter. Damals gab es die Strafe des Speiksitzens. Wenn man über die Alm geht, hat der Speik einen angenehmen Duft, aber wenn sehr viel Speik auf einen Haufen benannt ist, dann riecht er sehr streng. Und wenn jemand jetzt was angestellt hat, dann ist er mehr oder weniger lang in dieses Lager gesperrt worden, in den Raum, hat er müssen Speik sitzen. Die Leute sind da hinein eingesperrt worden, der Körper hat den Geruch angenommen und wenn er dann ausgelassen worden ist und er ist durch einen Ort marschiert, dann hat er geduftet und gestunken eigentlich, dann hat man jeder gewusst, der hat was angestellt. Nicht zuletzt aufgrund des Speikhandels waren manche Orte schon im Mittelalter von großer Bedeutung. Oberwölz, alter Umschlagplatz der Säumer und Händler. Das ist da, schau. Judenburg, traditionsreiche Handelsstadt an der Mur. Schau, das sieht man, die Stadt. Der Speik ist für die Region ja sehr wertvoll. Und wir haben versucht, mit dem Speichdrill das Thema vor allem für Kinder auch sehr interessant zu machen, weil in der Region sehr viele Familien auf Urlaub sind. Und auf diesem Speichdrill bieten wir den Kindern und den Familien ein Erlebnis über das Thema Speik, damit sie verstehen, um was es da geht. Und wer sich nicht alles hat merken können, kann sich eine kleine, nach Speik duftende Fibel mit nach Hause nehmen. Mit Informationen über Verbreitung, Geschichte, Verwendung und Wirkung der Pflanze. Und
Da sind die einzelnen Stationen, die man anschauen kann. Ja, schau, das ist, wo die Kinder oben sind gewesen. Ja, genau. Schau, Pflegeprodukte gibt es auch vom Speck. Handcremen, Körperöl, Badeessenzen. Das ist was für uns Frauen. Ja. Es war schon sehr interessant und lustig war es auch. Wir haben Spaß gehabt. Gelernt habe ich auch was. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde, alles im Ganzen war voll super und interessant. Ich finde auch, dass es gut war, dass es für die Kinder so spielerisch erklärt wird, dass auch die Kinder was davon haben. Und also es hat mir voll gut gefallen. Früher wurden die Speikböden in dieser Region intensiv bewirtschaftet. In der Volksmedizin findet der Speik bereits seit rund 1000 Jahren Anwendung. Wir sind wieder zurück in Bad Kleinkirchheim, genauer gesagt im Hotel Kirchheimer Hof. Hier geht zum ersten Mal ein Kurs einer Speikakademie über die Bühne. Interessierten soll ein Überblick geboten werden, wo diese Pflanze überall eingesetzt werden kann. Speik, Wacholder, Efeu, Balmkätzchen und anderes mehr. Ein Gemisch aus diesem kam früher in den Rauhnächten, also zwischen dem 21. Dezember und dem Heiligen Dreikönigstag, beim Räuchern zum Einsatz. Zum Desinfizieren einerseits, um Glück zu haben andererseits. Und das wird jetzt der Kirchheimer Speikschnaps werden. Beim Speik werde ich natürlich drei nehmen. Und wenn ihr einen Kräuterschnaps selber einmal ansetzt, dann ist wichtig, dass ihr auch den immer wieder einmal bewegt. Das war jetzt ein Schüttelschlag, so könnte man das auch machen. Ich trinke zwar keinen Alkohol, aber ich habe auch gute Nasen. Gehe her und dann denke ich mir, den muss ich noch ein bisschen lassen. Gell? Wenn ich dann wirklich die Alpen rieche, und ich habe das Gefühl, ich gehe durch so einen Kräutergarten und da habe ich ein Gemisch vom Geruch, von Sellerie, von Petersilie und ich habe so ein Gemisch von so einem Kräutergarten, so einen Duft, dann ist er fertig. Aber generell so in etwa drei Wochen. Eine Gewürzmischung, bei der Speik nicht fehlen darf, dazu ein paar Löffel Zucker und Mandeln. Das ergibt einen Energielieferanten für zwischendurch. Es ist noch dazu einer, den jeder selbst zubereiten kann. Rund um das Thema Speik gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Man weiß ja sehr viel über den Speck generell, nachdem wir ja da daheim sind. Aber dennoch, man kann nie genug wissen über das Ganze. Und das Bild, so ist das immer so, wie viel mit kleinen Baselsteinen. Und irgendwann wird es einfach ganz. Und man lernt jeden Tag dazu und überhaupt, wenn man so tolle Referenten hat. Jeder, der mit dem Speik schon Bekanntschaft gemacht hat, weiß, dass er einem gut tut. Aber wie wirkt es denn konkret, das zarte Gewächs? Das wirkt, indem es über unser Riechorgan aufgenommen wird. Was glaubt ihr, wie viele Rezeptoren haben in unserem Riechorgan? Jeder macht sich so seine Gedanken, ich sage es nachher eh. Auf der Zunge haben wir 4 Geschmacksrezeptoren. Auf der Nase haben wir 8000 verschiedene Geruchsrezeptoren. Diese Geruchsrezeptoren, diese 8000, sind mit einem Hirnteil verbunden, der heißt unser limbisches System. Das ist sozusagen ein Urhirn, was unseren Instinkt ausgemacht hat. Und immer noch unseren Instinkt ausmacht. Und wenn, egal welche Gerüche, ich gehe jetzt aber vom Speik aus, zu unserem Urhirn sozusagen kommen, dann wird das sofort weitergeleitet ins Unterbewusstsein. Diese ätherischen Öle werden aufgenommen in unser Riechhirn und wirkt dort über das Unterbewusstsein, aufs Großhirn, auf unser Hormonsystem und auf unser vegetatives System. Und das ist das, was man auch spürt, wenn man in diese Speikregion kommt. Und ich persönlich probiere das und spüre das insofern, dass ich, wenn ich meine Wanderungen mache und merke, jetzt habe ich einen gewissen Kraftverlust oder ich werde einfach müde, ob das jetzt vom Kopf her ist oder von der Muskulatur her, dann beuge ich mich hin und nehme den Duft ein bisschen auf von dieser Speikwurzel und man spürt, aha, es kommt irgendwas, es kommt wieder eine Kraft. Und das ist auch medizinisch eindeutig nachvollziehbar, dass der Speik nur aufgrund seiner Inhaltsstoffe, die Valpotriate, die Valerene, also ätherische Öle, die wirken, wenn ich den Speik regelmäßig dann anwende. Der echte Speik ist seit rund 8 Jahrzehnten eine streng geschützte Pflanze und dennoch darf er geerntet werden.
Nur zwei Bergbauernfamilien aus der Gemeinde Reichenau besitzen eine Genehmigung dafür. Jedes Jahr dürfen sie eine beschränkte Menge entnehmen, mit bloßen Händen wohlgemerkt. Ab Mitte August ist Hans-Peter Huber in den Bergen unterwegs. Zu dieser Zeit duftet der Speik schon sehr intensiv. Wir achten darauf, dass wir schon einen Großteil der Wurzeln herausbekommen, weil ja nur in den Wurzeln die ätherischen Öle vorhanden sind, welche für die Erzeugung der Kosmetikartikel verwendet werden. Aber trotzdem ist es wichtig, einen Teil der Wurzeln in der Erde zu belassen, damit wir auch im nächsten Jahr noch etwas ernten können. Wenn die Füße nicht mehr richtig wollen, muss man sich eben einen fahrbaren Untersatz zu Hilfe nehmen. Oswin Laffner ist der Zweite, der für die Speikernte eine spezielle Lizenz besitzt. In etwa 14 Tage pro Jahr sind sie im Bereich des sogenannten Schoberriegels, der in der Nähe der Turacher Höhe liegt, unterwegs. Ausschließlich in diesem Bereich darf der Speik von den beiden gesammelt werden. Servus. Du hast schon viel Speck gekommen. Schon viel dabei, ja. Wohl. Nicht so schlecht, Herr. Findest du was, ja? Naja, so schlimm ist es nicht. Oben wird wahrscheinlich besser sein, gell? Ja, ich will ein paar Bären raufgefahren mit meinem Spiel. Ja, ja. Da oben ist leichter Graben, oh, gell? Oh, schöner Boden, schöne Graben, ja. Und Haarach. Ganz einfach der Nase nach. Der Duft weist den richtigen Weg zum Speik. In früherer Zeit war Speikgräber sogar ein eigenes Gewerbe. Ja, da ist er schon am besten in der Früh, so früh wie möglich. Dabei der Boden halt nass ist. Sehr gut ist es noch ein Regen. Wenn es heute regnet und morgen halbwegs Wetter ist, dann der Boden richtig nass ist, da ist am besten. Man wird ein bisschen nass bei Niederknien oder sitzen. Oder, aber es geht, der Boden ist locker und man bringt die Wurzeln schön raus. Während dem einen seine Arbeit noch gefällt, hat der andere schon genug für heute. Es geht bergab Richtung Almhütte. Was hast du gefunden? Welle, ein Taschenfuß. Da tue ich auch noch was drin. Boah. Und jetzt gehen wir stricken, gell? Ja, passt. Und der Kopf steht, dann gehen wir um mich. Ich gehe aufsperren, gell? Jetzt müssen wir noch auftrocknen, gell? Die von unten machen. Mhm. Der ist schon trocken, schon kannst du anleifen. Ein paar Kilogramm sind in dieser Saison schon zusammengekommen. Na ja, jetzt muss ich jeden Tag aufschütteln und warten, bis er trocken ist. Und das Wetter gut ist, dass Wind und Sonne ist, dann ist er ein paar Wochen trocken. Und dann führe ich ihn in einen Sock ab. Nicht in einen Plastiksack, sondern einen Jutesack. Da trinken wir etwas weiter. Und wenn feuchtes Wetter ist, dann dauert es schon etliche Wochen, bis er trocken ist. Bald wird der Speik aus den Ockbergen dann eine weite Reise antreten. Und auch wir nehmen denselben Weg. Jetzt gehen wir was aus, Mittlerweile ist es Herbst geworden. Bei schlechter Witterung machen wir uns auf in das drittgrößte deutsche Bundesland, nach Baden-Württemberg. Ein aus den Ockbergen stammender Granatstein ist ein sichtbares Zeichen, dass die Verbindungen zwischen diesem Stuttgarter Betrieb und der Kärntner Nockregion sehr enge sind. Das wichtigste Erzeugnis der Walter Rau Speikwerke ist die Speikseife. Dem Seifengranulat werden durch Reibungswärme, Lebensmittelfarbe und die verschiedensten Essenzen zugegeben, der sogenannte Speikkomplex. Was genau da dabei ist, bleibt ein Geheimnis des Betriebes. Die zunächst flockige Masse beginnt ihren Weg durch die Produktionsstätte und bald lässt sich die Seifenform erkennen. 50 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen insgesamt, in dem pro Minute 180 Stück Speikseifen erzeugt werden. Der wichtigste Bestandteil jeder einzelnen stammt aus Kärnten. Ständige Qualitätskontrollen garantieren, dass nur hochwertige Erzeugnisse auf den Markt kommen. Verkauft wird die Speikseife einerseits im deutschsprachigen Raum, andererseits geht sie in den Export. In insgesamt 27 Ländern ist das Produkt erhältlich, darunter Japan und Kanada. Die Speikseife vereint zwei Komponenten. Seife gibt es ja schlechthin schon seit über 2000 Jahren. Sie zählt eigentlich zu den
ersten und einfachsten Körperreinigungsmitteln schlechthin. Aber durch die einerseits reinigende Wirkung und zum andererseits pflegende Wirkung hat sie sich zu einem weit über diesen langen Zeitraum hin einem hervorragenden Reinigungsmittel entwickelt. Seit mehr als 80 Jahren gibt es die Walter Rausch Speikwerke bereits, benannt nach dem Firmengründer. Am Anfang stand die Speikseife. Mittlerweile erzeugt der Betrieb 80 verschiedene Produkte, die mit Speikessenzen angereichert sind. Valere bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt so viel wie gesund erhalten. Auch im lateinischen Namen des Speik, Valeriana Celtica, verbirgt sich seine Bedeutung. Zuallererst müssen die Inhaltsstoffe extrahiert werden. Wir werfen dazu einen Blick in das Labor der Speikwerke. Eine Mitarbeiterin kontrolliert gerade die Verbindung zwischen Wasser und einer Speikemulsion. Je besser die Tröpfchen verteilt sind, desto stabiler ist die Mischung. Mittels Alkohol und Glycerin gewinnt man aus den Speikpflanzen die ätherischen Öle, die vor allem in den Wurzeln in hoher Konzentration vorhanden sind. Die verschiedenen Jahrgänge werden getrennt voneinander gelagert, um nachvollziehen zu können, ob sich die Pflanze und somit der Ertrag verändert. Alle 20 Sekunden ein Tropfen. Die Essenzen des Speik sind eben ziemlich wertvoll. Schreibt man Speik eigentlich mit CK oder ohne CK? Ein kleiner Exkurs in die Rechtschreibung. Beide Schreibweisen sind möglich und gebräuchlich, wobei es sich bei der mit CK um eine ältere handeln soll. Gemeint ist aber immer die kleine Pflanze mit der großen Kraft. Bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts musste das Unternehmen den Speik unter hohem Aufwand kultivieren. Eine Studie sollte schließlich zeigen, wie sich die Verbreitung des Baldriangewächses verändert, in Abhängigkeit davon, ob sie geerntet wird oder nicht. Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Speik sich eigentlich besser weiterentwickelt und vermehrt, wenn man ihn kontrolliert entnehmen kann. Und das war eigentlich dann der Anlass und auch der Startpunkt für eine Zusammenarbeit mit der Kärntner Landesregierung und dem Nationalpark Nockberge, sodass unser Bedarf, den wir für die Produktionen brauchen, gedeckt ist. Ob Produkte für die Reinigung, für die Pflege oder für beides, überall tut der Speik aus den Kärntner Nockbergen aus kontrolliert biologischer Wildsammlung seine Wirkung. Schon die ägyptische Königin Kleopatra ließ sich mit Speikbädern und Speikölen verwöhnen. Die Ingredienzien des Speik, veredelt in Stuttgart, kommen nun in den Nockbergen wieder jenen zugute, die dort Erholung und Entspannung suchen. Speziell für die Anwendung von Speikprodukten wurde eine eigene Massagetechnik entwickelt. Wir haben in der Speikmassage vorwiegend energetische Griffe eingebaut, Streichungen eingebaut, wo ich wesentlich besser zur Ruhe komme als bei einer klassischen Massage, wo die Muskulatur eigentlich durchgeknetet wird. Wir sind noch einmal zu Gast im Hotel Kirchheimer Hof, in dem schon zur Speikakademie geladen wurde. Danke vielmals, danke. Hallo. Hallo, Sie kommen zur Speikmassage? Ja, genau. Bitte. Danke. Im Wellnessbereich kann man hier 10 verschiedene Speikanwendungen genießen. Auch mit rundgeschliffenen Granatsteinen aus der Region wird massiert. Die beste Wirkung entfalten sie, wenn sie auf ca. 40 Grad Celsius erwärmt sind. Dadurch, dass der Granatstein der optimale Wärmeträger ist, wird die harmonisierende Wirkung vom Speiköl wesentlich verstärkt und der Kunde empfindet das viel angenehmer und kann die Wirkstoffe wesentlich besser aufnehmen durch die Wärme. Fast wundersame Züge weist das Blümchen Speik auf. Während die Heilpflanze auf das zentrale Nervensystem beruhigend wirkt, regt es zugleich das vegetative Nervensystem an. Bei einem Stirnguss lässt sich das für jeden leicht nachvollziehen. Beim Speik ist es eben so, dass er mich sehr entspannt.
bei den Behandlungen, aber ich wirke nicht müde. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass er meinen Körper, Geist und die Seele belebt. Und für jene, die gerne schwitzen, empfiehlt sich zum Abschluss ein Saunabesuch mit einem Speichaufguss. Den Körper in Harmonie bringen, entspannen, Kraft tanken, zur Ruhe kommen. Zu all dem sind die Erzeugnisse imstande, die aus den ätherischen Ölen des Speik gewonnen werden. Wie ist euch denn gegangen? War es angenehm? Habt ihr euch wohl gefühlt? Ja, perfekt. Gut, das ist ein Naturprodukt. Ich stehe auf Naturprodukte. Es tut meiner Haut total gut. Der Nationalpark Nockberge liegt bei uns vor der Haustür. Es ist nichts naheliegender, als dass wir die Pflanzen, die dort wachsen, die dort die Kräfte in sich tragen, zu uns ins Haus transportieren, damit unsere Gäste verwöhnen. Für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen trägt der Speik seit hunderten Jahren manches bei. Durch die behutsame und kontrollierte Entnahme der geschützten Pflanze und der Herstellung von Wellness- und Pflegeprodukten mit den Extrakten des Speik gelingt es in jüngster Zeit, die großen Kräfte dieser kleinen Pflanze vielen zu erschließen. Gleichzeitig wird das Bewusstsein für die wertvolle Ressource der Region geschärft. Fast ist es in Vergessenheit geraten, das Wissen um die heilende Wirkung des Speik. Mitten in den Kärntner Nockbergen hat man es wiederentdeckt.